Beate Peters hat nicht mal jede dritte Stimme bekommen. Sie ist nur Kanzlerin geworden, weil sich die Linken mal wieder nicht einigen konnten. Ja. Man muss doch irgendwas tun, bevor es zu spät ist. Du kannst ja eine Kerze anzünden. Du wurdest was? Ich wurde festgenommen. Festgenommen? Mann, das ist nicht witzig, Fahrrad. Was ist passiert? 2 Tage vor dem ersten bundesweiten Volksentscheid über Deutschlands Europa-Austritt haben die Europagegner in den Umfragen noch einmal deutlich zugelegt. Beruhig dich, ich habe alles im Griff. Stopp, nein. Da bist du endlich. Wie haben wir uns Sorgen gemacht? Hast du die Beweise? Gutes Geräusch. Schlechtes Geräusch. Nochmal von vorne. 10,33. Wie viel? 10,33. Puffergröße hier, 2,62. Da oben drauf, 2,62. Das Hackerkollektiv Transpirates hat heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit dem European Protection Service EPS den Krieg erklärt. Kanzlerin kommen und gehen, aber wir kämpfen jetzt die Wahrheit für Informationsfreiheit. Ich bin EPS-Mitarbeiter, ich soll Europa beschützen. Ja, und die Bevölkerung belügt, sie bevormundet. Der Stick steckt. Okay, woran erkenne ich, ob es funktioniert? Es funktioniert, deine Arbeit ist getan. Dann kann ich ja verschwinden. Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut, Clara. Was ist das? Nein, nein!